Also welches Set ich nehmen soll, wo 1 bis 4 gibt's. Ich habe noch nicht mal gesehen, was du irgendwie jetzt gerade vorhast. So, warte mal. Natürlich mein Dickerchen nehme ich als... So. Gruppe erstellen. Und dann geht's gleich wieder ab zum Puckspielen. Ja. Oh. Hast du jetzt das, ich mache jetzt einen voll auf Mädchen auf Dings umgemünzt. Auf Rocket League Baby. Ihr könnt euch ja nur noch einen aussuchen, ne? Ich habe 4 verschiedene Fahrzeuge. Also ich fand das, da finde ich echt ganz passend für dich. Und ich lasse hier noch? Nö, das Pinke ist eigentlich ganz gut. Ja, ich habe noch ein Pinkes. Nee, das andere. Also das erste, okay. Das da. Genau. Das passt eigentlich ganz gut zu dir. Und die Flagge ist super. Okay. Verbeide euch. Aber diese Reifen passen da irgendwie nicht zu, hab ich das Gefühl. Oh doch, das hat seinen Stil, finde ich. Und dann bleiben die Reifen dran. Einladung hast du, Kev? Ja, habe ich schon gesehen. Ich bin nur gerade bei meinem Auto jetzt noch ganz kurz. Gut. Gut. Da bin ich. So, können wir loslegen? Ja, können wir. In dieser Runde darf Kev aussuchen, was das Auto ich fahren will. Mir ist das so herzlich egal. Ich finde eigentlich das Auto, wie gesagt, sehr passend für Baby, was sie gerade da hat. Ach so, ja. Ja, passt ja. Und du machst auch Polizei hier, oder was? Ja, ich warne die Leute vor mir. Ich finde meine Lackierung ganz cool. Diese Glitzerlackierung, weißt du? Na, das ist so eine Neonlackierung, wo so Daten drauf rumschweben. Oh, kann sein, ja. So ein bisschen Matrix-Stil. Da passt ja mit dem Grün, ein bisschen grün, schwarz. Na gut, dann geht's heute weiter mit Ranked. Und hoffentlich ein bisschen besser als gestern. Gestern war echt einige Spiele dabei, wo ich mir denke, das war mehr oder weniger überflüssig. Na, schade. Ich nehme mich mit, mein Freund. Vorsicht, hinter dir. Oh. Ja, das war eine falsche Information mit Vorsicht hinter mir. Doch, du siehst ja hier, du fährst ja vorhin weg. Ja, weil du, wenn du sagst hinter mir, dann drehe ich mich, deswegen habe ich mich nach rechts weggedreht. Weil ich dachte, okay, dann nimmst du dann noch mit. Aber, na, ist egal, alles gut. Jetzt müssen wir den stoppen. Miss. Nein, ich war vorbei. Ich hab ihn. Genau. Achtung, Leute. Okay, gut.
Was läuft der jetzt? Bist du über dir? Mist. Ich hab ihn. Alles gut. Der könnte vor das Tor gehen. Scheiße. Ich dachte, der kommt ein bisschen näher ans Tor. Sorry. Danke fürs Umdrehen. Mist, Vorsicht! Nein! Ah, der ist der über mir weggesprungen. Ich dachte, ich krieg den noch. Sorry, ich konnte nicht anders spielen. Na, dann haut er den natürlich oben rein. Alter, was ich mich eher frage, ist, warum haben die mal alle so mega viel Boost? Du kriegst hier kaum Boost in dem Modus. Na? Du kriegst das richtig. Und wir fühlen immer mehr Boost als hier, ne? Ja, die haben irgendwie immer so viel Boost. Ich verstehe das nicht. Du fährst da drüber über diese Boost-Dinger, kriegst vielleicht 12 Punkte und... Keine Ahnung, wie die das machen. Die Kleinen, ja, die geben 12, die Großen. Diese Kügelchen, die geben 100. Ja, aber im normalen Ball, da kriegst du mehr von denen. Ah, schade. Hat er die quer? Könnte einer. Schön aufgepasst. Den einen check ich weg da, aber eigentlich geplant, den Puppe zu nehmen. Natürlich liegt er den an mir vorbei. Alter! Ja. Natürlich liegt er den an mir vorbei, weißt du? Ich will den abwehren und er kriegt natürlich genauso vor die Schnute. Naja, war bei mir aber genauso. Es war bei mir genauso. Ich wollte den rüber mitnehmen wieder und der Praller, den kann er direkt instant mit gut führen. Du kommst auch gar nicht in die Situation, gerade irgendwas zu machen. Ich probiere nochmal wieder vorzulegen. Mal gucken, ob der mag. Ne, kann er natürlich nicht. Weil der eine natürlich ein bisschen aufpassen kommt. Weh. Nein! Geh mir mal nicht auf Nüsse, Mann. Was? Ja, natürlich. Was? Kriegt er den so? Ja. Ja, aber wieder immer noch einen hat, der aufpassen kann. Jedes Mal kommt einer dazwischen. Ey, weißt du, egal was du machst, wie gesagt, gefühlt bin ich mit 5 Leuten auf dem Feld. Die haben die 3 Mann vorne, du kriegst den Ball durch und zack, steht wieder einer hinten von denen. Probieren wir mal wieder ein bisschen. Also ich krieg den nur ganz leicht erwischt. Wie schnell die auch sind, ne? Und deswegen spielst du auch nur Kupfer, weißt du? Hier ist mal wie so eine Kacke da. Wie gesagt, gefühlt sind die mit 5 Leuten auf dem Platz. Wir haben 3 Mann vorne und 2 Mann stehen noch hinten bei denen. Du kommst nicht, kriegst kein Spiel, kein Spiel aufgebaut. Wir haben noch nicht mal einen Torschuss. Gar nichts haben wir. Natürlich kriegt er den weggenommen. Aber astrein kriegt er den weggenommen. Zack, stehen sie wieder vom Tor. Natürlich kriegt er den wieder hinten weggepflückt.
kein Schuss, du kriegst keinen Ball aufgebaut. Kein Spielzug, kein Torschuss, kein gar nichts aufgebaut. Sorry. Die rennen ja nur ein Pool weg, ne? Ja, ja. Naja, das Kind, ich weiß nicht, was Sache, wie gefühlt, wie gesagt, sind die mit zweimal mehr. Wie gesagt, die kriegen die aus so sauber mitgenommen. Die werden die ab und können die direkt instant nach vorne mitbringen. Fuck you, Alter. Jeder, wir haben nicht einen Torschuss gehabt im Spiel. Bronze 3.